2 Bureau Mazarin von Johann Puchwieser. Der vielfältige Dekor von diesen Möbeln entsteht in einem aufwendigen Arbeitsprozess. Doch der Marketeur wandte dafür ein rationalisiertes Verfahren an. Jeder Dekor fand in unterschiedlichen Materialkombinationen an 3 gleichen Möbeln Verwendung. 2 davon befinden sich im Besitz des Bayerischen Nationalmuseums. Der Verbleib des dritten ist unbekannt. Wie in einem Arbeitsgang die Marketerien für 3 Schubladenfronten entstehen, zeigt dieser Film. Die Materialien, aus denen die 3 gleichen Dekore gefertigt worden sind: Messing, Zinn und Schildpatt. Die Bleche werden zunächst auf Dekorgröße zugeschnitten und erhalten zur Unterstützung der späteren Verleimung auf der Unterseite eine Schraffur. Um aus einem Schildkrötenpanzer edles Furnier zu gewinnen, wird das ausgewählte Stück mit Zieglingen und Schleifmitteln geglättet und poliert. Eine Hinterlegung mit Zinnoberrot bemaltem Papier gibt dem Schildpatt die gewünschte Farbwirkung, denn die rote Farbe scheint durch die transparenten Bereiche des Schildpatts hindurch. Die 3 vorbereiteten Furnierlagen haben jeweils eine Stärke von etwa 1 mm. Sie werden nun zu einem Furnierpaket verleimt. Die Ornamentvorlage wurde von den originalen Schubladenfronten abgezeichnet. Sie wird auf das Furnierpaket geklebt. Nun schneidet der Marketeur die feinen Ornamente mit einer Art Laubsäge aus dem Furnierpaket aus.
Jedes der so entstandenen kleinen Päckchen wird in seine drei Furnierschichten aufgespalten. Wie bei einem Puzzle werden nun die einzelnen Teile zugeordnet. Dabei werden sie auf Kopien der Originaldekore gelegt, um die Zuordnung zu vereinfachen. Die Vorlage für die fehlende Marqueterieoberfläche wurde rekonstruiert. Die drei Marqueterieflächen sind fertig zusammengestellt und mit Klebstreifen fixiert. So werden sie nun auf den gewölbten Holzträger aufgeleimt. Die unebene Oberfläche wird mit feinen Feilen und diversen Schleifmitteln geglättet. Der Graveur schneidet mit einem Gravurstichel eine feine Binnenzeichnung in die Metall- und Schildpattoberflächen und verfüllt sie mit Gravurpasten.
Eine Abschlusspolitur verleiht der Oberfläche tiefen Licht und Glanz.